Und dann herzlich willkommen zurück hier im Development Track auf der Froscon 2021 Cloud Edition. Hier geht es jetzt weiter mit Ahmed zum Thema Doom-Portieren für Einsteiger, Heavy Metal auf Bare Metal. Der Vortrag ist voraufgezeichnet, das heißt, wir sehen gleich ein Video. Danach treffen wir uns wieder im BBB für die Q&A-Session. Das heißt, bitte jetzt alle, die im BBB noch sind, rüber in die Videokonf in den Stream. Und danach, wenn das Video rum ist, treffen wir uns dann wieder in der Videokonferenz für die Fragen. Die sammeln wir auch zwischendurch. Und ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, Doom sei so einer der ersten Tests zur Hardware-Inbetriebnahme, um zu testen, ob es hier geht. Und da würde ich sagen, Film ab. Hallo allesamt und willkommen zu meinem Heavy Metal on Bare Metal Vortrag Doom Portieren für Einsteiger. Mein Name ist Ahmed Fatoum, ich bin Kerningenieur bei Pingotronics, einem Embedded Linux Dienstleister aus Hildesheim. Wir unterstützen Kunden aus der Industrie dabei, Linux auf eingebetteten Systemen einzusetzen. Eingebettete Systeme sind anders als Allzweckcomputer wie PCs eben direkt auf eine bestimmte Funktion hin designt, und das sieht man dann auch am Hardware- und am Software-Design. Beispiele dafür sind das Panel von einem Traktor, wie man da unten links sieht, oder für eine Waschmaschine. Bei solchen Systemen ist normalerweise nicht die Erwartungshaltung, dass der Kunde seine eigene Software drauf installiert. Bei einer Waschmaschine denkt man sich vielleicht, warum will man da ein Linux drauf haben? Wenn man sich halt größere Waschmaschinen anschaut in der Industrie, wo man ein Bedienpanel hat, um verschiedene Parameter zu setzen, oder die Waschmaschinen sogar mit dem Internet verbunden sind, da will man schon ein richtiges Betriebssystem haben. Viele Leute setzen auf Linux für dieses richtige Betriebssystem. Der Grundgedanke dabei ist, man braucht irgendeine Hardware-Abstraktionsschicht. Und Linux bietet sich dann an, und dann hat man Applikationen, die jetzt nicht direkt an die Hardware gebunden sind, sondern auf generische Schnittstellen zugreifen können. Das machen viele Leute heutzutage, und deswegen hat man auch eine breite Hardware-Unterstützung, wenn man gerade erst anfängt. Und man hat auch die normalen Vorteile von Linux, die man auch bei Linux im Server- oder im Desktop-Bereich hat, nämlich es gibt keine Lizenzgebühren, man hat Zugriff auf den Quelltext. Das heißt natürlich nicht, dass man kein Geld damit verdienen kann, denn es gibt immer Probleme, die man korrigieren will oder neue Features, die man hinzufügen will. Und da gibt es dann halt Dienstleister, die einem gerne diese Arbeit abnehmen für Geld. Ja. Und der Grundgedanke ist also, Embedded Linux ist Linux. Und das bedeutet, man hat viel Software. Wenn man einen Browser haben will, kann man Chromium drauf installieren. Man braucht keine spezielle Software, die jetzt nur für Embedded gedacht ist. Man hat GUI-Toolkits, wie man sie auch unter Desktop kennt, Qt, GTK, Flutter. Man hat Laufzeitumgebungen für die verschiedensten Programmiersprachen. Teile davon kommen aus dem Serverbereich. Man hat Software, die auch aus dem Desktop-Bereich kommt, die man dann wiederverwenden kann. Und ja, also im Grunde, man hat ein normales Linux und man hat Zugriff auf viel Software, und man kann diese Software auch auf seinem Embedded-System benutzen. Beispiel für solche Software, die man benutzen kann, ist Doom. Doom war 1993 das erste Mal erschienen für MS-DOS. Ein paar Jahre später wurde es dann als Open Source lizenziert. Und seitdem haben sich sehr viele Leute dran gemacht, Doom auf die verschiedenste Hardware zu portieren oder zu klonen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aus dem Advanced Doom Tumblr genommen, eine Videokamera von Kodak oder einen Taschenrechner und sogar ein Oszilloskop. Ja, damit wir ein Verständnis dafür bekommen, was muss man eigentlich machen, um Doom auf so ein Gerät zu portieren, lohnt es sich zu schauen, was ist das Leichteste, wie ich Doom zum Laufen bringen kann. Und dann schaut man sich diese Abstraktionsschichten an, die man dann ersetzen muss, um Doom von Linux auf das nackte Metall zu bringen, wo es dann kein Betriebssystem zwischen gibt. Dafür bietet sich Chocolate Doom ganz gut an. Chocolate Doom ist ein Doom-Port, der darauf ausgelegt ist, möglichst nah am normalen Doom zu sein, also am Original-Doom, aber trotzdem auf moderne Bibliotheken setzt, damit er portabel ist für verschiedene Betriebssysteme. Unter Linux braucht man eigentlich nur drei Zeilen, um damit durchzustarten. Einmal muss man das Projekt auschecken, das ist diese Git-Clone-Zeile. Danach weist man das Bildsystem an, dass es einmal die Eigenheiten der Plattform erkennt und dann diese Informationen, die es dadurch gewonnen hat, benutzt, um den C-Code zu bauen. Eigenheiten der Plattform sind zum Beispiel, welche Bibliotheken stehen zur Verfügung, wo existieren sie, gibt es da irgendwelche Quirks, die ich berücksichtigen muss beim Kompilieren vom C-Code.
Und wenn man das gemacht hat, hat man im Source-Verzeichnis ein ganz normales Chocolate Doom Executable, das man ausführen kann. Darin ist die Spiellogik enthalten. Das Einzige, was dann noch fehlt, sind die ganze Kunst drumherum, also die Karten von den Levels, die Geräusche von den Monstern, die Sprites von den Waffen. Dafür gibt es eine Shareware-Datei. Das sind die, ist eine Trial-Version für die ersten zwei Levels, zwei Levels. Das ist die Doom 1-Watt. Die kann man dann dem Chocolate Doom beim Starten geben und schon hat man ein funktionierendes Doom. Ja, auf dem Embedded-System funktioniert es nicht genauso, denn man hat oft keinen Compiler auf dem System, weil man Platz sparen will und weil im laufenden Betrieb der Compiler gar nicht benötigt ist. Autotools, was Chocolate Doom benutzt fürs Kompilieren, unterstützt sowas schon von Haus aus. Und man kann bei der Configure-Zeile angeben, einmal minus minus build, das ist das Gerät, auf dem kompiliert werden soll. Das ist in diesem Fall ein Linux-PC. Und einmal minus minus host, das ist das Gerät, auf dem dann Chocolate Doom laufen soll. In diesem Fall ist es auch ein Linux, aber auf einem ARM-Prozessor, zum Beispiel wie den, den ich hier auf meinem Handy habe. Ja, damit das Ganze so sauber funktioniert, ist das Ganze aufgeteilt, damit Chocolate Doom sich nicht um alles kümmern muss. Chocolate Doom braucht nicht diese Erkenntnis, es läuft auf Linux oder es läuft auf Windows, sondern es setzt auf Bibliotheken auf, das diese Details wegabstrahiert. Und das funktioniert, indem Chocolate Doom jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt auf den Bildschirm malen. Und diese Funktion ist je nach Betriebssystem dann anders implementiert und die Implementation ist dann außerhalb von Chocolate Doom. Mit den GNU-Binutils kann man schauen, was das für externe Bibliotheken sind, auf das Chocolate Doom sich da verlässt. Und da sehen wir vier Bibliotheken, libSDL2, das ist für Video, für Eingabe von der Tastatur und viele Hilfsfunktionen, SDL2 Mixer, das ist Audio, SDL2 Net, das ist fürs Netzwerk und die libc, das ist die Standard-C-Bibliothek, wo halt das Minimum an Funktionalität drin ist, was viele C-Programme auch tatsächlich brauchen. Man kann das auch in mehr Detail anschauen, indem man mit dem nm, einem anderen GNU-Binutil-Kommando, schaut, was das denn wirklich für Symbole sind. Symbole, das sind zum Beispiel Variablen und Funktionen, auf das Chocolate Doom sich verlässt. Da sieht man fread, um aus Dateien zu lesen, zum Beispiel aus der EVAT-Datei, die wir gesehen haben, wo die Tonspuren drin sind. Render copy, um ein fertig gemaltes Bild auch an die Videohardware zu geben. Und malloc, um Speicher anzulegen. Gehen wir diese Abhängigkeiten mal durch. SDL ist der Simple Direct Media Layer. Das ist eine ganz gute Alternative zu direktem X11, was Original Doom gemacht hat. X11 ist ein Window Manager und es gibt eine Programmier-API, wie man Fenster erstellt und wie man auf die Fenster malt. Aber das ist halt eher in der Unix-Welt anzutreffen und auf einem modernen Linux hat man vielleicht gar kein X11, sondern Wayland. Und auf anderen Betriebssystemen hat man vielleicht gar keine Möglichkeit, X11 auszugeben. Und SDL abstrahiert das alles weg. Also es kann als Unterbau X11 benutzen, es kann als Unterbau Wayland benutzen. Und von Sicht der Multimedia-Applikation her braucht es sich nicht um diese Details zu kümmern. Und das macht es recht erfolgreich auf verschiedenen Betriebssystemen, auf Linux, auf Windows, auf macOS. Und Chocolate Doom benutzt es zum einen für die Videoausgabe. Was Doom anders macht als moderne Spiele, ist, dass es komplett in Software rendert. Das heißt, es gibt keine Grafikkarte, an der man Befehle schickt, die dann abgearbeitet werden, sondern man rendert, also man malt in einen Puffer jedes Pixel einzeln und dieser ganze Puffer wird dann an die Grafikhardware gegeben zum Anzeigen. Das Ganze ist vom Speicherverbrauch etwas aufwendig, denn wenn ich jetzt einen Doom habe mit 640 mal 400 Pixel und dann habe ich noch eine Farbtiefe von 32 Bit, dann komme ich auf 1 Megabyte an Speicher nur für das Doom Frame Buffer. Deswegen gibt es da noch eine Optimierung, nämlich Farbpaletten. Man speichert nicht die Farbe direkt in den Frame Buffer, sondern Farbcode. Und dann gibt es eine Palette an Farben, die dann diesen Farbcode aufschlüsselt auf Farben mit der gewünschten Farbtiefe. Das wird unterstützt von vielen Grafikkarten, auch damals, als Doom released wurde. Und ja, das ist eine Sache, die dann SDL auch zur Verfügung stellt und Doom dann auch benutzt, indem, wenn man zum Beispiel einen neuen Abschnitt von einem Level lädt, dann wird die Farbpalette geändert, damit man dann andere Farben anzeigen kann, als ein Level, das zum Beispiel über der
Oberfläche, Erdoberfläche passiert, also Marsoberfläche passiert und eins, was unter der Oberfläche passiert. Chocolate Dome benutzt SDL auch für Audioausgabe. Da gibt es MIDI-Sound, wie man den auch anderswo kennt, und als Alternative PC-Speaker. PC-Speaker sind diese kleinen Pieper, die man auch in alten PCs hat, die dann, wenn das BIOS durch das Post durch sind, einmal piept, dass alles okay war. Damals hat man halt nicht immer eine Soundkarte gehabt und ja, viele PCs hatten einen so einen Pieper. Da hat es Sinn ergeben, dass man eine separate Tonspur hat, um genau diese Pieper zu bedienen. Dann braucht man Spieleeingabe, damit man den Doom-Guy kontrollieren kann. Das ist eine Sache, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt und das SDL dann auch portabel den Multimedia-Applikationen zur Verfügung stellt. Man will Timer einstellen, wenn man gerade ein Frame gezeichnet hat und man wartet aufs nächste Frame, kann man ja dem Betriebssystem die Kontrolle über die CPU wieder zurückgeben, damit es irgendwas Sinnvolles macht. Und dann, wenn das nächste Frame dran ist, zum Beispiel ich habe 35 FPS, dann habe ich ein Frame gemalt und ich habe eine Zeit, bis dann das nächste Frame dran ist. Dann kann ich ja dem Betriebssystem sagen, weck mich auf, wenn das nächste Frame dran ist. Und Chocolate Doom unterstützt auch den Multiplayer-Modus, was SDL2-Net zur Verfügung stellt. Das sind die Multimedia-APIs, die benutzt werden. Dann gibt es noch grundlegende APIs, die nicht nur Chocolate Doom benötigt, sondern fast jedes C-Programm. Das sind zum Beispiel Zeichenkettenmanipulation, dass man eine Memory-Region von einer Stelle zur anderen kopiert. Das ist Speicherverwaltung, dass man dem jemanden sagt, ich brauche 200 Byte und wenn ich die nicht mehr brauche, will ich sie wieder freigeben, damit sie ein anderer bekommen kann. Dateimanipulation, ich will eine Datei lesen, ich will eine Datei schreiben, wie zum Beispiel ein Savegame, das ich ablegen will. Programmkontrolle, was kam von außerhalb Doom für Informationen an mich und Programm auch schließen, wenn jetzt der User im Menü ausgesucht hat, ich will aus Doom raus, dann will man ja an DOS zum Beispiel die Kontrolle zurückgeben. Ja, da gibt es dann auch noch mehr Funktionen, umso mehr unter Unix, wo die Standard-C-Bibliothek halt nicht nur das Nötigste bietet, sondern auch wirklich die Schnittstelle ist zum Betriebssystem. Und folglich hat jetzt das GNU/libc auf meinem Debian, was die Standard-C-Bibliothek da ist, mehr als 1500 Symbole. Das brauchen wir uns natürlich nicht anschauen, aber die Gruppen, die ich hier aufgelistet habe, das sind die, die Doom auch wirklich benötigt. Das ist trotzdem ganz schön viel und wenn man jetzt ein Betriebssystem implementiert, was man ja quasi macht, wenn man Doom ohne Betriebssystem laufen lässt, dann hat man diese ganzen Funktionen nicht zur Verfügung, denn man muss ja selbst implementieren, was es bedeutet, eine Datei zu öffnen. Du hast kein Betriebssystem, dem du sagen kannst, öffne mir eine Datei. Deswegen unterscheidet der C-Standard zwischen einer Hosted-Implementation und einer Freestanding-Implementation. Eine Hosted-Implementation liefert diese Funktion, die es da in der Standard-C-Bibliothek gibt, aber eine Freestanding-Implementation liefert nur Dateitypen, Größen, ein paar Makros und allen Rest muss man dann selbst implementieren. Das Problem hat man nicht nur, wenn man Doom portiert, sondern auch, wenn man Betriebssysteme schreibt. Und deswegen gibt es C-Bibliotheken wie NewLib, wo man eine Reihe an System Calls implementiert, zum Beispiel hole mir die aktuelle Zeit. Und auf deren Basis sind dann andere Sachen implementiert, wie zum Beispiel, dass man Timer aufzieht. Außerhalb der Bibliothek gibt es auch Abhängigkeiten in den Compiler rein, die man eigentlich immer denkt, dass sie immer da sind, wenn man hosted programmiert, aber wenn man auf dem nackten Metall ist, ist das dann nicht mehr der Fall, wie zum Beispiel Fließkomma-Arithmetik. In Scripting-Sprachen ist das ganz normal, dass man Fließkomma-Arithmetik hat, aber wenn man dann nicht die Hardware dafür hat, dann muss das in Software nachgebaut werden, was langsam platzaufwendig sein kann und sich für Doom eigentlich gar nicht lohnt, denn man kann Festkommazahlen benutzen anstelle von Fließkommazahlen. Festkommazahlen ist, dass man den Teil vor dem Komma und den Teil nach dem Komma als normale Zahlen hat und dann den Vorkommateil zum Beispiel addiert und den Nachkommateil und dann manuell den Übertrag macht, wenn was überläuft. Also genauso wie wenn man jetzt per Hand rechnen würde, das macht dann der Prozessor. Das ist nicht unbedingt schneller, aber es ist auf jeden Fall weniger Portierungsaufwand, denn dann kann man sich die Unterstützung von Floating Point ganz wegdenken und man hat Code, der überall funktioniert, egal ob unsere Freestanding Implementation jetzt Fließkommazahlen zur Verfügung stellt oder nicht. Dann als letztes Stück gibt es noch den Loader als Abhängigkeit. Den Linker kennen manche von euch vielleicht. Das ist der Teil vom Programm, der die verschiedenen Objekte zusammenzieht und der auch Referenzen auf externe Bibliotheken hinterlegt.
Das heißt, wenn ich die SDL benutze und der Code der SDL nicht im Chocolate Doom Programm landet, wie es normalerweise unter Linux der Fall ist, weil man dynamisch linkt, das heißt, zur Laufzeit wird dann die SDL dazugeholt, dann muss der Linker die Information hinterlegen, dass zum Beispiel SDL benötigt wird. Und diese Funktionalität nennt man generisch Loader. Und was halt vor der Main-Funktion passiert in C, ist, dass der Runtime-Linker und der Entry-Point sich die Arbeit teilen. Das heißt, die ausführbare Datei, da werden die Teile rausgepickt, die in den Speicher an bestimmte Stelle kopiert werden müssen. Das wird dann gemacht. Globale Variablen müssen genullt werden, externe Symbole aus Bibliotheken. Da müssen die Bibliotheken erstmal geladen werden und dann muss der Code umgeschrieben werden, damit er diese externen Symbole auch benutzt. Man muss den Stack aufsetzen für lokale Variablen, weil nicht alles im Register passt. Man muss Konstruktoren ausführen für diese ganzen Bibliotheken. Und wenn man all diese Einstellungen gemacht hat, dann kann man Main aufrufen mit den Argumenten und ab diesem Zeitpunkt hat man dann tatsächlich eine C-Laufzeitumgebung, so wie man das gewöhnt ist, unter einer, wie man es gewöhnt ist, wo man halt auf globale Variablen zugreifen kann und so. Auf Bare Metal hat man normalerweise kein dynamisches Linken, deswegen enthält das Programm alles, was es braucht. Und es gibt dann folglich keinen Runtime-Linker, sondern der Startup-Code macht dann das Ganze. Wie das konkret aussieht, sehen wir dann später an einem Beispiel. Aber jetzt mal zusammengefasst, was sind die Mindestanforderungen, die wir brauchen? Wir brauchen einen C-Compiler, wir brauchen eine Laufzeitumgebung, damit dieser C-Compiler auch funktioniert, also beziehungsweise der Code, der vom C-Compiler generiert wird, auch funktioniert. Man braucht einen Frame-Buffer, wo Doom dieses fertig gerenderte Bild reinkopieren kann. Man will Eingangssignale auswerten, damit man den Doom-Guy rumbewegen kann. Man will einen Pulsgenerator, also Lautsprecher ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber wenigstens, dass man ein paar Pulse rausgeben kann, damit man Pieptöne machen kann, wenn man gerade abdrückt, und Teile der C-Standardbibliothek für das Nötigste wie Dateimanipulation oder Speicherverwaltung. Das wäre auch schön, dass man das nicht nachimplementieren muss. Wenn man mit einem Bootloader wie Barebox schon mal gearbeitet hat, kommt einem das alles bekannt vor, und man hat diese ganze Funktionalität eigentlich schon. C-Compiler und Laufzeitumgebung hat man, weil Barebox in C geschrieben ist, also braucht es das für sich selbst. Framebuffer unterstützt er auch, denn er muss manchmal Bootsplashes anzeigen, weil Benutzer diese Anforderungen haben. Eingangssignale kann er auswerten, zum Beispiel mein Android-Handy hier, da habe ich Knöpfe an der Seite, da kann ich Knöpfe gedrückt halten, während das System hochfährt, um in Recovery-Modus zu kommen. Und da das sehr früh passieren muss, ist der Bootloader die Software, die diese Knöpfe auswertet. Und deswegen braucht man auch Support dafür. Pulsgeneratoren unterstützt er auch für Helligkeit. Das sehen wir gleich, wie das funktioniert. Und Teile der Standard-C-Bibliothek sind auch vorhanden, damit der C-Code, der in Barebox steckt, halt auf ein Memcopy für Speicherkopieren zugreifen kann und nicht alles selbst implementieren muss. Also die Erkenntnis, die man dann dabei hat, der Bootloader kann schon das Nötige. Man muss noch ein bisschen Kleber hinzufügen und dann sollte man eigentlich Doom auf jeder Plattform laufen lassen können, wo auch Barebox läuft. Und das habe ich dann versucht durchzuziehen mit BareDoom. Erster Punkt, C-Compiler. Ja, Barebox ist in C geschrieben und ein bisschen Assembler. Wenn man Barebox baut, unterstützt der momentan 10 verschiedene Befehlssätze. Zum Beispiel ARM, was ich jetzt hier in meinem Handy habe, oder MIPS, was man im Router hat, oder x86, was ich auf meinem Laptop habe. Und das ist sehr viel Varianz und deswegen braucht man auch ein bisschen Komplexität, um abzubilden diese ganzen Stellschrauben. Das funktioniert in Barebox, indem man einmal die Architektur angibt und wenn man eine Architektur auswählt, das definiert dann, wie man den Compiler, die Compiler-Optionen setzt. Einmal kann man Cross-Compiler angeben. Hier mache ich zum Beispiel RISC-V64. Das heißt, ich benutze den Compiler, der RISC-V64-Code standardmäßig ausgibt. Und dann hat man dann noch eine Basiskonfiguration, wo drin steht, welche Treiber brauche ich oder welche Aspekte, Hardware-Aspekte will ich denn eigentlich unterstützt haben. Und trotz, dass der C-Compiler unterstützt ist, gibt es trotzdem ein paar Fallstricke. Wir hatten das gesehen mit Floating Point. Das hat man nicht immer einfach so zur Verfügung. Da muss man vielleicht was initialisieren. Deswegen benutzt Barebox kein Floating Point.
Das ist gelöst, indem man Fixed Point benutzt. Little vs. Big Endian ist auch eine Sache, die man berücksichtigen muss. Nämlich, wenn ich jetzt 2021 schreibe, fange ich mit der 2 an. Das ist die ganz links und das ist das höchstwertigste, die höchstwertigste Ziffer. Aber andere könnten halt 2021 schreiben, indem sie mit der 1 anfangen, mit dem niederwertigsten Ziffer. Und CPUs unterscheiden sich auch, indem sie ob sie zuerst die höchstwertigste Byte schreiben in den Speicher, das niederwertigste Byte. Glücklicherweise kann das Original Doom das schon, indem es halt, wenn es zum Beispiel aus einer externen Datei liest, dann ändert es die Reihenfolge, damit halt, egal ob man Little Endian hat oder Big Endian hat, die Daten dann in der richtigen Reihenfolge gelesen werden. 64-Bit-Inkompatibilitäten sind ein Problem, das im Original Doom nicht gelöst sind, gelöst ist, nämlich dass ein Pointer ist nicht unbedingt 32-Bit. Kann 64-Bit sein, kann unterschiedlich groß sein. Aber in vielen Ports ist das Problem schon gelöst, denn heutzutage ist 64-Bit halt an sehr vielen Stellen anzutreffen. Und dieses Problem muss gelöst werden, man muss es aber nicht selber lösen, denn es gibt Ports wie zum Beispiel Doom Generic, auf die man da setzen kann. Bei Doom Generic ist es ein bisschen so wie NewLib. Ich implementiere ein paar Funktionen, initialisiere Doom Generic, male ein Frame, leg dich ein bisschen schlafen, gib mir einen Knopf. Und wenn ich diese paar Funktionen implementiert habe, und eine Standard-C-Bibliothek habe, dann habe ich schon alles, damit ich einen funktionierenden Source-Port von Doom habe. Jo, also wenn ich auf Doom Generic setze, dann habe ich schon mal die Funktion, die ich implementieren muss. Was dann fehlt, ist die Standard-C-Bibliothek und dass überhaupt C läuft. Und das ist in Barebox dann so gelöst, indem man einen eigenen Startup-Code hat. Es gibt keinen Runtime-Linker normalerweise. Und der Startup-Code macht dann diese Standardsachen, globale Variablen nullen, den Code an die richtige Stelle im Speicher kopieren, falls er nicht schon dort läuft, Stack aufsetzen für größere lokale Variablen. Und das Ganze ist ein bisschen ungewohnterweise großteils in C geschrieben, also in GNU-C. Das hört sich komisch an. Ich setze C auf, indem ich Code in C schreibe. Aber das ist nett, man muss weniger Assembler schreiben, aber man muss sich dem halt die ganze Zeit bewusst sein. Ich kann jetzt nicht auf globale Variablen zugreifen, bevor ich überhaupt globale Variablen aufgesetzt habe. Also es sieht zwar wie C aus, aber man muss halt Acht geben, dass man ein paar Sachen nicht macht. Aber das ist nur ein sehr kleiner Teil vom Programm, das ist eine Funktion und danach hat man alles aufgesetzt und kann dann normal mit C weitermachen. Und ja, da man im Startup-Code diese Sachen macht und C-Code generiert hat, kann man dann mit dem Binutil-Objcopy ein flaches Programmbild erstellen. Also was normalerweise passiert ist, dass man zum Beispiel eine ELF-Datei hat, da steht drin, ich habe Code an dieser Stelle, ich habe Daten an dieser Stelle, ich habe das an dieser Stelle und Objcopy zieht dann halt diese Sektionen raus, die der Runtime-Linker eigentlich in den Speicher gestellt hat, aber statt dass es die lädt zur Laufzeit, schreibt sie das in einer Datei an den richtigen Offsets und am Anfang ist dann der Code. Das heißt, man hat ein flaches Programmabbild, das man direkt in den Speicher tun kann und das kann man direkt anspringen und ausführen. Und falls Sachen doch verschoben werden müssen, macht es dann der Startup-Code. Dann haben wir schon mal C am Laufen. Dann können wir schauen, dass man die Multimedia-Teile für Doom zur Verfügung stellt. Zum einen die Grafik. Frame-Buffer-Support hat man, wie gesagt, wegen Bootsplashes. Das sieht dann aus analog wie unter Linux mit Frame-Buffer. Man hat eine Datei, slash dev slash fb0 zum Beispiel. Und alles, was man in diese Datei schreibt, wird dann direkt in den Frame-Buffer geschrieben und dann direkt von der Hardware auch ausgegeben. Also kann ich zum Beispiel zufällige Zahlen aus dem Hardware-Random-Number-Generator lesen und direkt in den Frame-Buffer schreiben. Und dann habe ich ein weißes Rauschen. Es gibt auch Helper für Farbtransformation. Das braucht man, weil sonst müsste Doom ja direkt wissen, auf was für eine Hardware laufe ich und wie ist das Farbformat. Kommt jetzt rot zuerst oder blau zuerst? Wie viele Bits sind rot, wie viele Bits sind grün? Und da gibt es Helper, wo dann Doom sagen kann, ja, ich will diese Farbe und das wird dann in die richtige Farbschema übersetzt. Das macht das Ganze erstaunlich langsam, deswegen habe ich das so implementiert, dass einmal beim Start geschaut wird, habe ich Rot, Grün, Blau, je 8 Bit, dann 8 Bit frei. Das ist ein Standardformat. Und falls ich das habe, dann habe ich diese Funktion. Falls ich dieses Standardformat nicht habe, dann wird dann halt händisch diese Helper benutzt, um aufs richtige Format zu kommen. Damit habe ich in dem Demo rechts das Doppelte an Framerate erzielt. Was man an der Demo rechts leider sieht, was nicht so schön ist, ist, dass da, wo die rote Linie gezogen wird, ein Knick
in der Schrotflinte ist. Das ist dem geschuldet, dass der vertikale Refresh asynchron verläuft zum Rendervorgang. Das bedeutet, Doom malt gerade ein neues Frame und zur gleichen Zeit passiert der Scan-Out von der Videohardware. Also die Hardware, Videohardware versucht gerade ein Frame auszugeben. Und dann an irgendeiner Stelle überholt Doom die Videohardware und dann hat die Videohardware vor dieser Stelle, das ist dieser rote Strich, das alte Frame aber ausgegeben und nach dieser Stelle gibt es das neue Frame aus. Das ist ein bisschen ungünstig und ist halt zum Teil dem geschuldet, dass Barebox Bootsplashes eigentlich nicht interaktiv sind und keine Spiele mit 30 FPS anzeigen sollen. Aber ja, es sieht ein bisschen unschön aus, aber jetzt nicht so schlimm, dass man es nicht spielen kann. Das könnte man reparieren, in diesem konkreten Beispiel nicht, denn das ist ein Doom, das in einem RISC-V-Emulator läuft, das nach WebAssembly kompiliert ist, das in einem Browser läuft, das auf einem HTML-Canvas-Element gezeichnet wird. Das sind so viele Abstraktionsstufen, da geht die Information, ob man gerade im vertikalen Refresh ist, verloren. Aber wenn man direkt auf der Hardware ist, kann man die Hardware fragen, hast du jetzt ein Frame durch, bist du gerade im vertikalen Refresh? Das ist die Zeit zwischen, ich habe die letzte Zeile unten gemalt und ich fange gleich von ganz oben an. Und in dieser Zeit kann man dann rendern, denn da besteht das Risiko nicht, dass man mit dem Schreibzeiger, wie man das Frame rendert, die Hardware überholt. Und dann hat man halt auch saubere Frames ohne Knicks und Schrotflinten. Dann will man den Doom gar noch kontrollieren können. Netterweise bei Doom läuft sofort eine Demo los, also ist das ein bisschen optional, dass man Eingangssignale verarbeitet. Aber es ist nicht viel Arbeit und ist natürlich nett, das Spiel auch tatsächlich spielen zu können. Und da lässt sich halt direkt die Barebox Input Framework dafür benutzen. Ein Beispiel dafür sieht man rechts. Damit könnte ich jetzt Knöpfe, so wie die Knöpfe hier von meinem Handy, abbilden. Das sind GPIOs, das heißt, das ist eine Leitung und diese Leitung ist zum Beispiel auf 0 Volt gezogen. Aber sobald ich auf einen Knopf drücke, wird diese Leitung kurz geschlossen zu irgendeinem Pegel, zum Beispiel 1,2 Volt. Und dann gibt es einen Chip an dieser Leitung, der messen kann, ist der Knopf gerade gedrückt, also habe ich 1,2 Volt oder ist er nicht gedrückt, also habe ich 0 Volt. Der Prozessor kann das dann auswerten und kann dann das in Keycodes umwandeln. Das lässt sich abstrakt in Barebox beschreiben, indem man sagt, ich habe GPIO-Keys, hier zum Beispiel mit zwei Knöpfen. Es gibt einen Left-Control, linke Steuerung, es gibt eine Leertaste und linke Steuerung ist aktiv, wenn GPIO 1 aktiv ist und Leertaste ist aktiv, wenn GPIO 2 aktiv ist. Das Ganze funktioniert auch für USB-Tastaturen, also kann man, wenn es ein USB-Treiber ist, auch eine USB-Tastaturen anstecken. Und Doom selbst braucht dann nicht direkt zu wissen, wo diese Eingabe herkommt, sondern es braucht nur zu lauschen, wurde ein Knopf gedrückt, wurde ein Knopf nicht gedrückt und das kriegt dann diese Information, ein Leerzeichen wurde gedrückt, das kann es dann intern verarbeiten und braucht nicht wirklich Informationen über die Hardware. Das macht dann der Bootloader. Für Sound hatte ich das kurz angesprochen, da hatte ich PC-Speaker dafür benutzt. Das funktioniert mit einem Pulsgenerator. Die Idee bei einem PC-Speaker ist, dass manche Materialien haben einen Effekt, den nennt man den piezoelektrischen Effekt. Das ist, wenn man Spannung drauf anlegt, vibrieren sie und wenn sie so schwingen, macht das auch akustische Wellen, die man dann auch hört. Und ein PC-Speaker ist quasi eine Scheibe Keramik, wo man dann Spannung ranlegt und wieder wegnimmt, damit es dann schwingt und diese Schwingungen kann man dann hören. Wie das aussieht, sieht man oben rechts. Also es gibt eine Periode, wie oft sich ein Puls wiederholt und es gibt eine Duty Cycle, das ist, wie lang ist der Puls und indem man diese Duty Cycle variiert, kann man halt den Pegel, der am Ende rauskommt, eben anpassen. Das Ganze unterstützt Barebox vor allem für Displayhelligkeit. Also wenn ich jetzt das Backlight hochdrehe von meinem Handy, dann ändere ich nicht wirklich wie viel Volt an meinen LEDs anliegt, sondern ich ändere die Duty Cycle, also wie lange der Pegel auch tatsächlich aktiv ist. Und was dann passiert, mit einer bestimmten Frequenz werden die LEDs die ganze Zeit an- und ausgeschaltet, aber die Zeit, wie sie an ist, das ist das, was sich variiert. Weil der menschliche Sehapparat halt eine inhärente Trägheit hat, ja, bekommt man das nicht mit.
Deswegen sieht man jetzt hier auch das Winken nicht als einzelne Bilder, sondern irgendwie als fließende Bewegung. Und ja, damit lässt sich Displayhelligkeit realisieren. Und genau den gleichen Mechanismus kann man halt auch benutzen, indem man von der Trägheit von der Keramikscheibe Gebrauch macht und den halt dafür benutzt, dass man akustische Wellen generiert. Das Ganze hört sich nicht so toll an, aber ja, man kann schon Töne unterscheiden, und wenn man sonst keine Ausgabemöglichkeit hat, ist es eigentlich ganz nett. Das konnte man bisher ganz normal bedienen. Man könnte sagen, was für eine Duty Cycle man haben will, was für eine Periode man haben will. Aber ja, um das schöner zu machen, dass man nicht direkt PWM-Sachen ändern muss, habe ich ein Sound Framework in Barebox hinzugefügt. Damit kann man Grub-Piepsequenzen abspielen im Hintergrund. Also man sagt, ja, ich will jetzt zum Beispiel Imperial March abspielen. Das sind jetzt ein Piep, der Piep mit der Frequenz so lange, Piep mit der Frequenz so lange. Das kann ich dann das Sound Framework geben, und das übersetzt dann PWM-Kommandos. Und das ist genau das, was auch Doom EWATs beinhaltet, denn Doom EWATs haben halt so eine Pieptonspur mit verschiedenen Frequenzen und dann 140 Stück die Sekunde. Also genauso wie ich Grub Piepsequenzen mit der Barebox Sound Framework abspielen kann, kann ich auch Doom Piepsequenzen abspielen. Und dann habe ich dann auch den Sound für meine Waffen. Ja, am Ende fehlt dann noch die Standard-C-Bibliothek. Da musste gar nicht viel hinzugefügt werden, denn Linux-Kernel-Treiber sind in C geschrieben, sie wollen auf Hilfsfunktionen zugreifen. Barebox importiert viele Treiber aus dem Linux-Kernel, deswegen stellt er diese C-Hilfsfunktion auch zur Verfügung. Das sind nicht genau die Funktionen, die auch eine normgerechte C-Bibliothek zur Verfügung stellen sollte, aber es gibt etwas Überlappung. Und Barebox hat auch so eine Art User-Space für Kommandos, damit man auf einer Shell mit der Hardware direkt sprechen kann, um Sachen zu debuggen oder zu testen. Und ein paar dieser Kommandos kommen aus dem User-Space, und deswegen sind Teile der Standardbibliothek halt auch in Barebox vorhanden. Und es war tatsächlich fast alles vorhanden, was Doom braucht. Das Hauptding, was gefehlt hat, war gepuffertes File.io. Das habe ich jetzt ersetzt, indem ich File.io ohne direkten Puffer gemacht habe und Exit, um jetzt Barebox zu terminieren. Ja, das kann man auch lösen, indem Doom, was eigentlich als Thread läuft, das heißt, Doom malt ein Frame, dann gibt es Barebox die Kontrolle, Barebox macht seine Boot-Sachen und dann übergibt er Doom beim nächsten Mal, wenn er wartet, die Kontrolle, und so wechseln sie sich kooperativ ab. Und wenn man Exit machen will, braucht man jetzt nicht in Endlosschleife zu laufen und sagen, ja, du hast Doom geexitet, ich mache nur Doom, sondern man kann einfach dafür sorgen, dass Doom nicht mehr läuft und Barebox normal weiterläuft. Und mit den zwei Funktionen implementiert und dem Rest und ein paar Makros hat man eigentlich schon Doom auf Barebox laufen. Was ganz cool ist. Ihr fragt euch vielleicht, ja, was bedeutet das für euch, wenn ihr Doom auf euer Gerät zum Laufen bringen wollt? Ja, ich habe Doom für euch portiert. Also portiert ihr Barebox und dann habt ihr Doom out of the box dafür. Hört sich jetzt ein bisschen komplexer an, als jetzt Doom zu portieren vielleicht, aber das ist eigentlich ganz straightforward. Also die Doom-Sachen, die sind schon alles portabel abgebildet, und ihr müsst halt ein paar konkrete Teile, die man für jede Plattform eh machen müsste, auch wenn man jetzt nicht Barebox benutzen würde, sondern Doom selbst nur portiert. Diese Teile muss man eh machen. Ja, da kann man sie auch für Barebox machen. Dann hat man Doom davon und man kann auch ein Linux draufbooten und es gibt ein Barebox dafür. Ich zeige das mal exemplarisch auf, wie leicht das sein kann an dem Game Boy Advance. Man muss einmal die ausführbare Firmware bauen, man muss die Hardware initialisieren, man muss dann den Rest des Bootloaders nachladen und dann muss man mindestens einen Treiber implementieren, nämlich den für Videos, sonst wird es irgendwie witzlos mit Doom. Gehen wir das mal durch. Eine ausführbare Firmware für den Game Boy Advance muss in einem bestimmten ARM-Befehlssatz gebaut werden. Das ist ein Flag, das man dem Compiler sagt. Dann muss das natürlich ausgeführt werden. Game Boy Advance hat auf einem ROM-Chip ein BIOS, das Nötigste an Hardware-Initialisierung macht. Und wenn das dann fertig ist, startet es die ersten 4 Byte in dieser Firmware. Also muss in den ersten 4 Byte vom Barebox dann irgendwas Ausführbares stehen. Danach kommt das Nintendo-Logo. Das ist ein ganz netter Trick, denn Nintendo will nicht, dass Leute einfach so Spiele für den Game Boy Advance machen und keine Lizenzgebühren bezahlen. Und deswegen sorgen sie dafür, dass ein Game Boy Advance halt nur Spiele ausführt, die auch das Nintendo-Logo drin haben, was natürlich Copyright Nintendo ist. Und dann kann man Leute nach Lizenzrecht verklagen.
So ist mein Verständnis. Ist nicht schlimm. Man macht einfach ein Tool, das das Lizenz, das der Nintendo-Logo reinschreibt in den Barebox und lässt es extern. Und dann sagt man Leuten, wenn du Barebox auf einem Nintendo Game Boy Advance benutzen willst, dann führ dieses Tool aus und das ist dann dein Problem. Also lizenzrechtlich ist es nicht so schlimm. Und ja, danach kommt ein bisschen Metainformation und dann der eigentliche Barebox-Code. Dieser eigentliche Barebox-Code nennt sich der Pre-Bootloader. Warum braucht man sowas? Warum nicht gleich mit einem Bootloader? Denn man hat dieses Ideal, das man gerne mit Barebox erreichen will, nämlich dass Barebox direkt komplett im RAM liegt und sonst keine Abhängigkeiten hat auf die Hardware, sondern er hat Treiber und bekommt dann von außen gesagt, ja, du läufst auf dieser Hardware, es gibt diese Geräte, lad mal die passenden Treiber dazu. Unter Linux ist das schon Realität und das ist ganz cool. Das nennt sich Multiplattform-Kernel-Image. Und das ermöglicht zum Beispiel, dass ich den gleichen Kernel benutze auf meinem Handy, das jetzt einen Samsung SoC hat, und auf einem Mac Mini mit einem Apple M1-Prozessor. Denn ja, das sind unterschiedliche Geräte, aber sie teilen sich Treiber und manche Treiber nicht. Und dann hat man halt einfach nur einen Kernel für beide, was für Distros ganz nett ist. Sie müssen nur einen Kernel ausliefern und jede Hardware ist dann in so einem externen Device-Tree beschrieben, das dann der Bootloader weitergibt. Damit das funktioniert, braucht man einen Bootloader, der einen Device-Tree übergibt. Aber wenn man selbst ein Bootloader, der Bootloader ist, dann ja, braucht man einen anderen Bootloader. Und das ist das, was der Pre-Bootloader macht. Der Pre-Bootloader initialisiert das Nötigste an Hardware, Caches, Interrupts, Clocks, alles, was nötig ist, damit der RAM aufgesetzt werden kann. Und dann lädt er halt den eigentlichen Bootloader in den RAM, damit er starten kann. Auf dem Game Boy Advance braucht der Pre-Bootloader gar nicht viel zu machen, denn das ROM-BIOS macht schon die ganze Hardware-Aufsetzung. Also das Einzige, was der PBL machen muss, ist tatsächlich den Rest vom Barebox in den RAM laden. Wenn der PBL zum Beispiel aus einem Spielmodul kommt, das sind Read-Only-Flash-Chips, und das ist ungünstig, wenn man globale Variablen haben will, sind Variablen, also will man sie auch schreiben. Und was der Pre-Bootloader dann macht, ist, dass er seine Variablen im RAM hat und dann den Rest vom Bootloader einfach direkt aus dem ROM in den RAM kopiert. Und dann hat man das Problem nicht, dass Teile nicht schreibbar sind und Teile doch. Wenn man über ein Multi-Boot-Kabel kommt, das ist, wenn zwei Game Boy Advance miteinander verschaltet sind, dann will man, dann läuft der Pre-Bootloader aus so einem 32 Kilobyte RAM und was man dann will, ist, dass entweder hinter dem Pre-Bootloader der Barebox nochmal in komprimierter Form steckt, das ist schon unterstützt, wird auch auf vielen Plattformen benutzt, aber wenn der Barebox auch in komprimierter Form nicht in 32 Kilobyte passt, dann kann man dem Pre-Bootloader auch beibringen, dass er dieses Multi-Boot-Protokoll weiterspricht, um dann den Rest vom Barebox direkt in den großen RAM zu laden. Am Ende hat man das gleiche Ergebnis. Man hat so ein Barebox Proper. Das ist der Teil, der komplett aus dem RAM läuft. Und ja, damit kann man dann ganz ganz portabel schauen, was für eine Hardware, auf was für eine Hardware laufe ich gerade und lade die passenden Treiber. Ein Nachteil davon ist, dass man komplett im RAM läuft. Also das Vorteil und Nachteil. Und komplett im RAM laufen heißt, man benutzt RAM für Code, der eigentlich nicht benötigt ist, denn man könnte das in Flash tun. Aber die Überlegung dabei ist, Barebox lädt normalerweise in Linux und wenn Linux und User Space nicht in den RAM passt, wenn Barebox nicht in den RAM passt, wird Linux und User Space auch nicht passen. Und was der PBL dann macht, reicht er den korrekten Device Tree weiter und schon hat man Barebox, der jetzt unabhängig ist von dem Gerät selbst. Also es gibt tatsächlich Barebox-Konfigurationen, wo hunderte von verschiedenen Boards unterstützt sind, mit einem Barebox proper, aber immer ein unterschiedlicher Pre-Bootloader. Letzter Teil ist der Barebox-Treiber. Das hört sich komplexer an, als es tatsächlich sein muss. Kommt auf die Hardware an. Beim Game Boy Advance sind es diese paar Zeilen. Man definiert, wo ist der Videoram, wo sind die Register, mit dem ich den Videoram, mit dem ich den Display-Controller einstelle. Dann hat man eine Struktur, wo man sagt, hier ist mein Videoram, so groß ist er, das ist die Farbtiefe, das ist mein Farbformat. Dann muss man in dieser Write-L-Zeile einmal den Game Boy Advance in den richtigen Display-Mode versetzen und dann meldet man den Framebuffer an. Unten hat man dann den Namen vom Treiber, GBA-LCD-FB, wenn dann in der Hardware-Beschreibung steht, ich habe einen GBA-LCD-FB, dann wird dieser Treiber geladen und der registriert dann diesen Framebuffer. Danach hat man diese /dev/fb-Datei, in der man reinschreiben kann von Grafikapplikationen aus. Und das war's eigentlich schon. Damit hat man einen funktionierenden Port von Game Boy Advance. Und analog kann man das dann auch für andere Geräte machen, auch wenn es dann ein bisschen komplexer ist. Falls euch das interessiert, die Neugier noch erhalten ist nach diesem etwas längeren Vortrag,
geht, könnt ihr die Webseite von barebox.org checken. Da gibt es eine Online-Dokumentation, die man lesen kann. Auch Dokumentation, wie man das auf verschiedenen Boards installiert. Entwicklung, falls ihr Patches habt oder auch Fragen habt, funktioniert per E-Mail, genauso wie auch beim Linux-Kernel. Aber es gibt auch einen Echtzeit-Chat, Libera-Chat, IRC. Und es gibt eine Matrix-Bridge, also kann man Matrix-Klienten wie zum Beispiel die Web-Oberfläche von Element.io benutzen. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, es gibt eine Browser-Demo, die ich ja kurz angesprochen hatte, da im Emulator. Da könnt ihr drauf gehen, da könntet ihr auch Doom spielen. Und lokal könnt ihr Barebox auch als Linux-Applikation bauen und damit rumspielen. Die paar Zeilen, die dafür nötig sind, stehen da. Wenn man Build Essentials, also Compiler, Make und ein paar andere Tools, die man normalerweise braucht, um auch einen Kernel zu bauen, installiert hat, dann kann man auch direkt Barebox bauen und ja, das ausprobieren. Und ja, falls danach noch der Wunsch besteht, Beardoom auf neue Hardware zu bringen, dann ja, mach das bitte. Ich freue mich über jeden, der Barebox und Beardoom auf neue Hardware bekommt. Ich habe auf der FOSDEM dieses Jahr einen Vortrag gehalten, wie das mit dem Barebox-Booten von einem modernen ARM-Prozessor aussieht. Ein Game Boy Advance ist schon 20 Jahre alt, da sind die Sachen etwas leichter als jetzt in dem Prozessor von meinem Handy. Das, ja, dafür hatte ich einen Vortrag geschrieben vom Reset-Vektor, nicht, geschrieben und gehalten, vom Reset-Vektor to Kernel. Falls ihr Barebox auf einem neuen Board zum Laufen bringen wollt, gibt es hier auch einen Vortrag von mir auf der Embedded Linux-Konferenz Europe. Ja, und es gibt die Barebox Porter's Guide. Da sind so Tipps, die man berücksichtigen sollte, wenn man Barebox auf neue Boards bringt. Und überhaupt involviert euch gerne in der Community. Also ihr könnt im IRC oder auf der Mailingliste fragen, falls ihr Probleme habt oder wie die Angehensweise für was ist. Und es findet sich bestimmt irgendeine Hardware, die ähnlich genug ist zum Abstellen. Und wenn das alles dann mal funktioniert, gerne neue Plattform upstream. Also es ist jetzt kein Grund, dass eine Sache nicht normal kaufbar ist oder dass es jetzt irgendeine Videospielkonsole ist, dass das jetzt nicht im Barebox unterstützt sein darf upstream. Also die Faustregel ist, läuft ein Betriebssystem drauf? Ja. Braucht es einen Bootloader? Ja, dann schickt die Patches. Und für jeden Barebox-Port gibt es, wie ihr gesehen habt, einen Doom-Port gratis geschenkt. Beardoom selbst war ursprünglich als April-Scherz gedacht. Am 1.4. hatte ich dann das Release gemacht. Seitdem hat sich da nicht viel getan. Ich rebase das ab und zu auf neue Barebox-Versionen. Das ist nicht weiter aufwendig, denn es ist halt tatsächlich wie nur eine Splash-Screen-Applikation. Es setzt auf die Interfaces auf, die Barebox da portabel zur Verfügung stellt. Und da gibt es nicht viele Abhängigkeiten, wenn man auf eine neue Version geht. Ja, was man dann auch hinzufügen könnte, was mir so einfällt, MIDI-Musik, Barebox Sound im Webbrowser, da kenne ich mich leider mit den APIs in modernen Webbrowsern nicht genug aus, um da gut ausklingenden Sound rauszubekommen. Bessere Performance, vielleicht durch GBA Doom statt Doom Generic, weiß nicht, vielleicht bringt das was. Und was euch sonst so einfällt, also das ist das GitHub-Projekt, ja, gerne Patches schicken. Und das war's eigentlich auch schon. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ja, bin dann auch jetzt ein bisschen live dabei, falls es Fragen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Video, für die Präsentation und für das Geschmack machen auf mehr. Alle, die uns im Stream zuschauen, kommt bitte gerne in die Videokonferenz, also in das BBB, wenn ihr Fragen habt und schreibt die uns da ins Chat. Die lese ich dann vor und dann gehen wir die durch. Und ja, natürlich, klar, die Frage, hat das schon jemand auf den ESP portiert? Oder den ESP-WLAN-Chip? Also Barebox selbst läuft auf keinem ESP, soweit ich weiß. Aber ja, man könnte es portieren. Also es ist wahrscheinlich, ich denke schon, dass der ESP von der Performance größer ist, also mehr kann als ein Game Boy Advance. Also sollte es machbar sein, es sollte nicht an der, also Performance, also Speicherverbrauch ist halt das
größte Ding. Denn Speicherverbrauch minimieren ist in Barebox nur der Fall für Flash. Man will halt nicht viel Flash-Speicher benutzen, weil man hat einen kleinen Spy-Flash zum Beispiel, von dem man bootet. Aber Hauptspeicherverbrauch, das ist überhaupt kein Thema für Barebox, denn da kommt später ein Linux drauf. Das ist keine Sache, die man da konservieren will. Also ja, es kommt darauf an, wie viel RAM du an deinem ESP32 hast. Auf einem STM32 würde ich den gerne mal laufen sehen, aber ich habe leider kein STM32 mit genug Hauptspeicher dran. Also er läuft auf dem größeren STM32 MP1, das sind die größeren großen Geschwister davon. Aber ja, ESP32 selbst nicht. Ich freue mich darüber, wenn sie antwortiert. Wie viel RAM braucht man so gewöhnlich dafür, dass es läuft? Puh, das, ja, also das Original Doom brauchte. Ja, das Original Doom brauchte 4 Megabyte, stand da in den Docs dazu. Wie viel Bear Doom braucht? 8 vielleicht? Ich weiß es nicht. Da müsste ich mal schauen. Also, ja, das kann ich jetzt nicht. Also, es ist jedenfalls viel weniger, als man fürs Linux braucht, denn ja, das ist ja auch die Idee bei einem Bootloader. Man lädt ein Betriebssystem. Oder Doom. Ansonsten, das ist ja, es ist ein ganz fieser Trick, die Leute dazu zu bringen, den Bootloader zu portieren, dass sie Doom spielen können. Ja, also es macht Spaß auf jeden Fall. Also ich habe das in meiner Freizeit angefangen, da mit dem Doom-Port. Und ja, also ich denke schon, dass es Spaß macht. Das ist halt ein netter Nebeneffekt. Mein erster Versuch war auch ganz ohne Bootloader. Da hatte ich dann halt das Original Doom genommen, ist in die Bibliothek gemacht. Damals hieß es auch Bear Doom, nicht wegen Barebox. Damals kannte ich Barebox nicht. Da habe ich es Lib Bear Doom genannt, so von Boredom, weil ich nichts zu tun hatte zwischen den Jahren. Und ja, aber da habe ich halt gesehen, ich muss jetzt die ganze C-Bibliothek nachimplementieren. Ich muss jetzt einen Treiber schreiben für Grafikhardware. Habe ich gesehen, ja, da muss ich so viele Sachen machen, und dann habe ich das aufgegeben. Und dann später, als ich dann angefangen habe, nach dem Studium zu arbeiten und mit dem Bootloader gearbeitet habe, habe ich gesehen, ah, da ist ja schon alles drin. Dann portiere ich es doch mal dahin. Wie viele deiner Haushaltsgeräte laufen lassen, können Doom laufen lassen? Haushaltsgeräte nicht so viel. Also ich habe hier einen E-Book-Reader, darauf wollte ich es laufen lassen. Aber der Treiber, also es ist halt am leichtesten, wenn die Hardware schon in Linux unterstützt ist. Da kann man sie leicht nach Barebox portieren. Aber ja, der E-Ink Display-Controller, der ist nicht Mainline unterstützt. Da tut sich gerade was. Ich hoffe, das ist bald so. Dann kann ich es darauf laufen lassen. Sonst hier im Schrank hinter mir habe ich ein paar Geräte, auf denen es läuft. Aber Haushaltsgeräte an sich leider keine. Da, ja. Also es könnte auf meinem Router Stell mir vor, laufen ein bisschen wahrscheinlich. creepy. Ja. Stell mir ein bisschen creepy vor, wenn die Mikrowelle statt ihrer Ich bin fertig Melodie dann so dieses aus dem Doom abspielt. Das könnte vielleicht nachts ein bisschen komisch sein. Ja, dafür habe ich nicht genug smarte Geräte. Aber in Zukunft vielleicht. Okay, dann danke ich dir nochmal ganz herzlich für den Vortrag. Fragen gab es jetzt hier im Chat leider keine, sonst weiter. Ansonsten, das hat durchaus Spaß nach mehr gemacht oder Lust auf mehr gemacht. Und ja, ich glaube, es ist ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man dann irgendwie seine Hardware hat, die dann plötzlich zum Leben erweckt, mit der man dann arbeiten kann und die dann benutzbar ist schon mal direkt für irgendwas. Und denkt dran, ihr könnt die Talks raten. Wir freuen uns über Feedback. Auch die Speaker freuen sich über Feedback. Hier geht es nachher um 14:30 Uhr weiter. Auch im Development Track mit einem Vortrag zu Contribution zur Open Source Software und eigener Software, wie man die Open Sourcen kann. Das wird ein Rechts-, also ein auf Recht und Lizenzen basierter Vortrag sein. Bin ich auch schon mal sehr gespannt. Dann können wir vielleicht noch mal fragen, wie das mit dem Nintendo-Logo ist, ob das der Grund dafür ist. Und ja, damit vielen Dank allen, viel Spaß weiter bei der Foscom, und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr Ja, wahrscheinlich wieder. das wünsche ich auch. Bis dann in Person, hoffentlich. Tschüss.